Organisches Silizium, eines der häufigsten Elemente der Erde und trotzdem Mangelerscheinungen? Siliziummangel ist heutzutage an der Tagesordnung. Mit bestimmten Lebensmitteln ließe sich der Siliziummangel beheben. Doch welche sind die richtigen Nahrungsmittel? Das erfährst du unter anderem in meinem heutigen Beitrag. Die zwei am häufigsten vorkommenden Elemente unserer Erde sind Sauerstoff und Silizium. Der kommt nicht nur in der Luft vor, sondern auch in Wasser der Ozeane und in diversen Oxiden. Aber an für uns verfügbarem festem Material auf der Erdoberfläche führt Silizium an allererster Stelle. Es ist fast überall zu finden. Die Sandkörner der Wüste dieser Welt, Quarzsand und Sandstein enthalten es ebenso wie Ton, Glimmer, Asbest und Schiefer. In Form der monomeren Kieselsäure ist Silizium in enormen Mengen in allen Ozeanen gelöst. Der beliebte und schön anzusehende Bergkristall mit seinen glasklaren, exakten Kristalltürmchen ist einfach oxidierendes Silizium, nämlich Siliziumdioxid. Sand ist chemisch auch nichts anderes als Bergkristall, nur in Jahrmillionen klein gerieben. Und je reiner das Siliziumdioxid ist, desto weißer ist der Sand. Man sieht es ihm nicht an, aber reines Silizium ist ein Halbmetall und hat auch Eigenschaften von Metallen und Nichtmetallen. Als Halbleiter ist es für alle möglichen Hightech-Anforderungen und für die Elektronik unverzichtbar. Ist es nicht ein Naturwunder, dass das Silizium in seiner Reinform als Klumpen aussieht wie Chrom, aber oxidiert zu wunderschönen funkelnden Kristallen wachsen kann? Da wir Kinder dieser Erde sind, haben wir uns auch so entwickelt, dass die besonderen Eigenschaften des Siliziums für viele Aufgaben in unserem Körper verantwortlich sind. So ist ein ausreichend hoher Gehalt an Silizium im Körper ein wichtiger Bestandteil gesunder, jugendlich schöner Haut und kräftiger, gesunder Nägel. Noch wichtiger, wir brauchen es zur Regeneration unserer Knochen und Gelenke. Es gibt fast kein menschliches Gewebe, in dem Silizium nicht vorkommt, wenn auch in sehr geringen Mengen. In Pflanzen hat das Element mit den vielen Gesichtern ebenfalls sehr viele Aufgaben. Es sorgt für die Stabilität von Stängeln, Blattrispen und Halmen. Die hohen, dünnen Getreidehalme würden ohne Silizium umsinken und es gäbe nach dem Trocknen kein Stroh, sondern schnell Matsch. Die Pflanzen mit dem höchsten Siliziumgehalt der Welt ist der unscheinbare Schachtelhalm. Sein Stängel ist von Hand praktisch unzerreißbar. Das ist kein Wunder. In den Pflanzen wie in den Körpern der Tiere und Menschen sorgt es da, wo es gebraucht wird, für Elastizität und Stabilität. Nun sollte man meinen, dass, wenn es doch so häufig und überall vorkommt, es auch für die Gesundheit keinen Mangel gibt. Doch das weit gefehlt. Obwohl wir diesen Stoff nur in geringen Mengen, also als Spurenelement benötigen, enthalten die Lebensmittel eher wenig davon. Und das ist dann oft nicht bioverfügbar, also für den Organismus verwendbar. Es muss in seiner organischen Form, also in einer für uns aufnehmbaren chemischen Verbindung, vorliegen, um kollagene Fasern, gesunde, elastische Haut, Knorpel, Sehnen, Bänder, Gelenke und Knochen zu bilden. Fehlt es, setzt eine frühere Hautalterung ein. Die Bänder und Sehnen werden schwach und unelastisch. Die Gelenke degenerieren, die Knochen können sich nicht mehr reparieren. Sie verlieren die Kollagenfasern und das Elastin, die sie stark und gleichzeitig biegsam machen. Und sie können kaum neues Knochenmaterial aufbauen. Auch Knochenbrüche heilen schlecht bei Siliziummangel, weil die knochenbildenden Zellen dann nicht arbeiten können. Interessanterweise fördert Silizium in den Knochen gleich mehreres. Die härtenden Kollagenfasern, das elastisch haltende Elastin und es beschleunigt den Einbau von Kalzium in die Knochen. Auch die Aderwände im Blutkreislauf wissen diese Funktion von organischem Silizium zu schätzen, denn auch sie brauchen gleichzeitig Stärke und Elastizität. Leidet man unter Siliziumarmut, zeigt sich das in unflexiblen Blutgefäßen. Sie können auf erhöhten Druck nicht mit Elastizität reagieren. Pumpt das Herz unter Anstrengung stoßweise größere Mengen Blut durch die Adern, können sie leichte Risse bekommen, was innere Blutungen begünstigt. Ein schlechter Blutfluss in zu starren Adern kann zu verschiedenen Störungen führen. Bluthochdruck ist eine davon, aber auch Atherosklerose.
Damit ist organisches Silizium aber noch nicht am Ende seiner Fähigkeiten. Es ist auch ein wichtiger Mitspieler im Immunsystem. Spezifische Abwehrzellen, die Lymphozyten, wie auch die Fresszellen, also die Phagozyten, welche die Erreger oder Viren umschließen und vernichten, benötigen Silizium. Fehlt das wichtige Silizium, ist die Immunabwehr deutlich geschwächt. All diese Eigenschaften sind auch Merkmale eines jugendlichen Körpers. Das Altern lässt sich nicht verhindern, aber schon etwas aufhalten. Bei einem ausreichenden hohen Spiegel an organischem Silizium bleibt Haut, Körper, Knochen und Gelenke stark und biegsam. Und man kann sich noch lange völlig frei bewegen, wie ein jüngerer Mensch. Das Silizium unterstützt die körpereigene Regeneration. Es ist sozusagen ein Anti-Aging-Element. Doch wie nimmt man genügend Silizium auf? Wie gesagt, der Körper kann es nicht selbst herstellen und es gibt nicht viele bioverfügbares Silizium. Selbst in siliziumreichen Pflanzen liegt es oft in molekularen Verbindungen vor, die wir nicht verwerten können. Möchtest du Silizium als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, empfehle ich dir das kolloidale Silizium von Waldkraft. Es ist hochrein und selbstverständlich frei von sonstigen Zusätzen. Mit diesem Produkt bist du auf der sicheren Seite. Den Link dazu findest du in meiner Videobeschreibung ganz oben. Doch meistens ist es die intensive Bodennutzung in der Landwirtschaft, die zwar durch viel Dünger eine gute Ernte bringt, doch viele wichtige Spurenelemente, die in ausgeruhten, naturbelassenen Böden noch vorhanden sind, fehlen heute in der Erde der großen Agrarflächen. So auch organisch verwertbares Silizium. Dazu kommt, dass ein großer Teil unserer Ernährung aus Getreide hergestellt wird. Ob Brot, Backwaren aller Art oder Nudeln, Stärkemehl zum Andicken, das meiste wird aus Weißmehl gemacht. Aus Hafer werden oft Müsliflocken hergestellt, bei denen aber das Korn von der Außenschicht befreit wird, insbesondere bei Schmelzflocken für Babys. Wird die harte Außenschale des Getreidekorns weggeschliffen, bleibt nur der Mehlkörper übrig. Das Silizium, das wir brauchen, befindet sich aber fast ausschließlich in der Kornaußenschicht. Ein Weg wäre, wieder mehr Vollkornprodukte zu essen, besonders Hafer. Auch Kartoffeln enthalten übrigens organisches Silizium. Eines der siliziumhaltigsten Nahrungsmittel ist Braunhirse. Man mischt sie als geschrotetes Korn ins Müsli. Oder wer selbst gerne bäckt, kann ein paar Esslöffel gemahlener Braunhirse in den Teig mischen. Natürlich gibt es auch genügend Nahrungsergänzungsmittel mit organischem Silizium zu kaufen. Das war's von mir für heute. Möchtest du noch mehr erfahren über Gesundheit? Schau sehr gern auf unseren Telegram-Kanal oder auf unsere Webseite www.weltdergesundheit.tv. Dort findest du viele Artikel und Beiträge über Gesundheit. Abonniere unsere Newsletter, in denen du einmal im Monat tolle Beiträge und Informationen enthältst. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst dir so viel Gutes tun. Unser Team hilft dir dabei mit erprobten Rezepten, anregenden Interviews, einer Fülle von Themen zu Gesundheit, Lifestyle, Astrologie, Spiritualität, Kräuterheilkunde und noch viel mehr. Stöbere doch gleich mal in unseren aktuellen Themen und packe, was immer dir bei deiner Lebensreise hilft, gleich in deinen Koffer. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Video, gesunder Lifestyle, immer dienstags, immer pünktlich 16 Uhr hier auf YouTube. Bis zum nächsten Video, deine Jana.